Ja, wir befinden uns aktuell beim Stubenring und hinter mir, da sehen Sie das Ministerium, genauer gesagt die zwei Flaggen des Ministeriums. Und zwar ist das zum einen die österreichische und daneben die EU-Flagge. Soweit so gut im Ministerium selbst. Da sind verschiedene Ressorts untergebracht. Da ist zum einen das Landwirtschaftsministerium, das Wirtschaftsministerium, das Gesundheitsministerium und auch das Klimaministerium mit dabei. Was ist nun die große Diskussion? Es geht um die beiden Flaggen, die österreichische und die EU-Flagge, die beide auf Halbmast gerichtet sind. Eigentlich gibt es aber vom Kanzleramt eine Anordnung, dass durch den Tod der Queen bzw. das Begräbnis der Queen die EU-Flagge eigentlich aus Respekt und auch aus protokollarischer Sicht abgenommen werden müsste. Dem ist allerdings nicht so. Es hängt sowohl die österreichische als auch die EU-Flagge auf Halbmast montiert. Und das sorgt für einige Kritik. Burgenland und Kärnten meinten aber zur Anordnung aus dem Kanzleramt, sie würden den Halbmast bevorzugen. Und so ist im Moment auch die Situation. Aus dem Außenministerium heißt es, dass es eigentlich üblich sei, den Gepflogenheiten Folge zu leisten, aber man hätte sich nun für die sogenannte Halbmastlösung entschieden. Die Regierung, die scheint sich selber auch nicht mehr ganz auszukennen, wie es denn nun weitergehen wird. Das Begräbnis der Queen, das ist auf jeden Fall am Montag. Und wie es aussieht, bleiben die Flaggen beide auf Halbmast.